Es muss wahrscheinlich auf dem Boden, ne? Ja. Geil. Wer will so eine Kacke? Mag doch keine Sau. Was ist das? Guck dir das mal bitte an. Naja, komm, stell mir das da, dann kommt das Kind nicht an die Steckdosen. Tschö. Gegenstand anbringen. Wickelkommode, Alter. Ich drehe euch gleich ins Gesicht. Gebe mir so Mühe und jetzt wollt ihr den ganzen Dreck da. Weißt du, gibt es sich so Mühe? Und dann wollen die Idioten noch den größten Kack da rein. So, was denn jetzt noch? Sitzkissen, ich drehe euch gleich ins Gesicht. Sitzkissen. Kissen. Foto gespeichert, ich will kein Foto speichern. Was wollt ihr von mir? Sofas. Stühle, vielleicht ist es da dabei. Kindertisch. Sitzkissen. Lila. Noch ein Sitzkissen. Sag mal, habt ihr den Arsch offen oder was? So. Haben wir es jetzt? Reinige die Beschmutzung. Da haben wir alles, ne? Und jetzt wehe, euch fällt noch was ein. Wo ist ihr Dreck? Ich krieg gleich voll ein zu viel. Wo ist ihr Dreck? Wahrscheinlich wieder auf irgendein Kackfensterbrett. Ich raste aus. Na also. Ja, beenden. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Geld ausgegeben, als ich eingenommen habe. So. Neuer Fähigkeitenpunkt verfügbar. Ich will einfach nur Gewinn machen, der Rest ist mir egal. So. Können wir. Okay, die Tür disst mich. Geh weg, Tür. Tschö. Neue Tür. Das passt gerade sehr gut, weil. Ich muss hier eh drüber streichen. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Jetzt weg das Ding. Weg das Ding. Klar, ich verkaufe die Kettensäge für 6 Euro. Ganz ehrlich. Keine Sau braucht das Werkzeug hier. Ist er einfach da, weißt du? Auch mal kurz hier weg und die Säge du mal auch weg. Teppich kommt weg, Bett kommt weg. Tschö. Tschö. Tschüss. 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 So. Es tut mir leid, Lampe, aber du musst auch weg. Ja, die können wir lassen. Und jetzt. Let's go, die Einkauftour. Erstmal brauche ich eine Tür. Tür. Eingangstür in Braun. Kostet ja zum Glück nur 300, deswegen geht das ja problemlos. Der Ring muss außen passt aber, ne? Okay. Passt. Wie gesagt, kaum teuer. Da haben wir eine. Ne, da haben wir so eine rein.
Ich glaube, die macht sich da ganz gut. Und da ist meine Idee halt echt, dass wir es so machen. So. Ja. Ja, Küche muss ich jetzt wieder reinbauen, ne? Aber da können wir ja auch nochmal gucken, ob wir da was Schönes reinkriegen. Tue ich erstmal hier so ein Ding. In. Grün. Schublade in weiß. Nee, warte, mache ich Schublade auch in grün. Ja. Das ist einfach kreativ dann. Okay, nein, das ist nicht kreativ, das ist einfach hässlich. Aber komm, jetzt haben wir es gekauft. Erstens steht das nicht annähernd an der Wand, weil es einfach krumm ist. Und jetzt. Ja, jetzt haben wir es an der Wand. Schön. Dann. Schrank mit hängenden Regalen. Weiß-grau, ne. Tür. Das ist jetzt der Witz an der Sache, dass das wieder grün ist. Und der andere Witz an der Sache ist ja, dass da irgendwie kein Ding dabei ist. Warum ist da keine Tür? Was denn das? Warte, ich habe eine Idee. Also, ich könnte mir vorstellen, warum da keine Tür ist. Küche. Waschmaschine, bla bla bla. Wasserkocher, Wasserkocher. Elektroherd. Elektrischer Herd. Gibt es eigentlich auch einen kleineren Kühlschrank? Nee. Ich finde das mit dem Ding ja ein bisschen blöd. Na komm, ganz ehrlich, dann lass meine Küche so. Wegen mir soll sie so. Ah ne, weißt du, was das Problem ist? Das ist ein Eckteil. Das kam mir jetzt gerade erst. Das ist ein verfluchtes Eckteil. Ja. Wieder mein Geld umsonst rausgehaut. Das ist ein Eckteil, verdammt. Ne, da muss ich so eins reinmachen. Lalalala. Ja, machen wir so. Zack. Und dann machen wir noch so ein kleines Ding darüber. Vielleicht eins ohne Schublade noch. Oder zwei ohne Schublade. Machen wir den daher und oben drauf. Nee. Genau sowas, aber halt mit Gasherd. Oh verdammt, das Ding ist voll groß. Tschö. Ich wollte auch nur so einen kleinen. Das ist das Problem der Gelegenheit. Na ja, komm, was soll's. Lass mal den so. Das lassen wir hier so.
Da brauche ich einen neuen Nachttisch. Das Ding ist halt, hier muss ich auch gucken, wie ich das mache. Ich kann halt, kann ich fließen legen? Nein, ne? Würde ich nämlich sehr gern Wand fließen. Wand fließen. In. Jo, kann ich nicht. Pass auf. Kann ich die hochlegen? Nein. Dann zünden wir die mal darüber. Und die daneben. Bitte wenigstens einigermaßen daneben. So. Okay. Dann bauen wir die ganzen Badesachen noch rein. Oh, die Folge wird wieder übertrieben lang, glaube ich. Speichern. Ja, komm. Bauen wir erst die Dusche rein. Montieren. Meines Wissens nach, und ich habe keine Ahnung von Duschen. Kommt das so hier hin? Was kommt denn daran? EQ ist es doch nicht. Ah, okay, das Teil. Dann das. Und das. Und das. Ah, okay. Jetzt kommt der Rand da drauf. Zack. Zack. Jetzt muss die Armatur dahin. Genau, die muss festgemacht werden. Ah, genau, Schrauben. Okay. Zack, Schräublein, Deckel drauf. Da das gleiche Spiel. Also erst das Ding drauf, dann eine Schraube, dann die andere, dann hier das gleiche Spiel, das drauf, Schraube, Abdeckung. Ich habe auch keine Ahnung, was jetzt drauf soll. Jetzt bin ich gerade überfordert mit der Gesamtsituation. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich muss die Ecken fest. Okay. Mein Fehler. Ich hätte die Ecken festmachen müssen. Ich bin ja froh, dass die Tür nicht eingehangen ist. Zack. Jetzt ist die Tür auch fest. Und jetzt hier unten noch die Verkleidung und die Dusche steht. Aber hallo, Freunde. Wenn das mal keine Dusche vor dem Herrn ist, dann weiß ich auch nicht. Dann hier ein ganz jungfräuliches Waschbecken. Zack. Zack. Ran das Ding. Ran die Mutti. Ah ne, erst den Schutz, dann die Mutti. Und das gleiche, erst den Schutz, dann die Mutti. Und rein die Dinge. Und ran das Schläuchlein und drauf die Mutti und ran das Schläuchlein und das gleiche, zack, drauf die Mutti und rüber und runter und runter und hoch und rein und zack, 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 hoch. Ran. Waschbecken ist dran. Und jetzt noch das Klo rein. Und dann müssen wir es haben. Toilettenpapier.
Ein Baubadewanne. Ah, Kompakt-WC. Ganz ehrlich, da haben wir noch das Ding drauf. Das schaut für mich noch am vernünftigsten aus. Ja, das Problem habe ich mal bei mir, dass ich da keine Schrauben für hatte und dann rutscht die ganze Zeit das Klo hin und her. Ist auch ein Megatraum. Zack, so geht das. So, ne? Das Schöne ist ja, die Einrichtung passt, aber das Bad selber ist halt noch pottenhässlich. So, jetzt erstmal hier. Betten habe ich gesagt, brauchen wir noch erst, ne? Ganz ehrlich. Ne, Kirschholz. Für Jungs. Nein. Oh ja, mit Schafen. Boah, geil. Ohne Scheiß, das ist geil. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, aber das ist Pflichtprogramm. Verdammt. Ich wieder schön in die Ecke kriegen. Komm in die Ecke, komm. Boah, wie geil. Das ist echt cool. Das ist cool. Einen Schreibtisch brauche ich ja nicht. Ich brauche nur einen Stelltisch. Ich brauche einen kleinen Stelltisch. Paneele pflanzen. Ne, kleine Yucca-Palme. Schön. Ja, ein Topf in Blau, das nützt mir jetzt sehr viel. Machen wir einfach in Weiß. Daher. Paneele, Lampen, Küche, Haushaltswaren, Deckenlampen, Badezimmer. Boah, ich habe gerade echt keinen Plan. Das ist so die kleinen Beistelltische, ne? Ne, das ist ein Kaffeetisch, das ist ein Nachttisch. Hätte ich auch kein Kirschholz. Dann passt zum Bett. Genau, das ist das Schöne, er ist nicht gar so groß. Dann ärgert er die Heizung nicht und umgekehrt auch nicht. Und die Heizung ärgert ihn nicht. Ich hoffe, ich krieg die Lampe drauf. Weil das wäre jetzt sonst ganz doof. Ja, irgendwo vorne am Eck geht schon. Wenn ich die Lampe noch ein Stück rüber tun kann, also nicht gar so mittig, sondern daher, dann kriege ich warum auch immer das Messer noch mit drauf. Ist wichtig, dass ich neben meinem Bett ein Messer liegen habe. Muss einfach sein. Und jetzt hat das Ganze hier auch mal wieder Hand und Fuß. Klar, immer noch ein bisschen dunkel. Oh, ich habe keine Lampe, ich Idiot. Ich habe die Lampe weg. Keine Sorge, wir machen heute auch noch einen Auftrag. Machen wir natürlich. Heller Stahl, Stahl. Ist doch krank egal. Von mir aus kann es auch Karstenstahl sein. Licht. Ja, Freunde, bitte. Daher können wir noch eine kleine Lampe hin tun. Lampen. Das ist so eine typische Pixar-Lampe. Geil. Sehen wir diese Lampen, die übel groß sind, aber null bringen. Liebe ich ja. Die Lampe kackt mir was, okay. Dann halt nicht. Hallo, die will nicht. So, E. Oh, neue Mails. Neue Wand. Bitte räumen Sie die Garage auf. Jemand muss sich der Wand annehmen. Ah, das ist eine gute Begrüßung, die ich nehme. Ich grüße die ehrenvolle Renovierungsfirma. Seit einiger Zeit sind große Räume in, sogar mein Nachbar und das Nachbarnachbar haben einige Wände in Häusern abgerissen. Ich möchte auch, dass einige Wände in meinem Haus verschwinden. Ideal hierfür sind die Wände zwischen Wohnzimmer, Küche und dem Flur. Zusätzlich hat meine Nachbarin ihre Wände in hellblau streichen lassen. Ich will das auch.
Ich vertraue Ihnen und bin fest davon überzeugt, dass eine solch professionelle Firma kein Problem damit hat, die schnell und kostengünstig zu machen. Ja, schnell auf jeden Fall, kostengünstig. Für dich natürlich nicht. So, moin, da bin ich. Zeig mal her, wo haben wir denn hier was? Das ist das Wohnzimmer, das ist die Küche und das ist dann der heilige Flur. Okay. Ja, jetzt läuft das hier gleich mal ganz anders. Ja, die Aufgabe ist ja klar. Tschö. Tschö. Und jetzt weg den Rotz. Hier den Abrisshammer. Da kommt die Mutti. Tschö. Ist mir doch scheißegal. Ich weiß gar nicht, wo hier was. Ah, okay. Ist ein bisschen verzögert, oder bin ich blöd? Ah, okay, ich bin einfach blöd. Mein Fehler. Komm raus, den Scheiß. Komm weg. Geh doch. Gut, ich wäre jetzt tot, weil die ganzen Steine runtergefallen sind, aber egal. Outgame will ich nicht mal eine Wand drauf. Oh, wobei. Ich würde schon gerne mal eine Wand abreißen. Bis jetzt habe ich Schränke und so habe ich schon zerstört, aber Wände wüsste ich nicht. Hätte ich aber Bock drauf. Tschö. So, ne? Das hat doch was. Ich finde echt, das hat was. Ja, ist ja gut. Weg den Kack. Tschüss Wand. Tschüss Wand. Tschüss Wand. Tschüss Wand. Und goodbye Wand. Und Adele. Alter Schwede. Und weg. Und weg. Und weg. Weißt du, das sind so schöne Wände hier. Ich finde es cool, wie es so leicht eingerissen ist. Aber noch nicht durchbricht, weil ich erst irgendwo hier unten wegzimmern muss. Ja, Freunde, jetzt geht's ja richtig ab. Und tschüss, Wand. Geil. Das war der Erfolg, den ich wollte. Dass gar nichts passiert. Tschö. Na also. Was ist denn mit dieser Wand? Alter, Wand. Ist auf jeden Fall gut gebaut, wenn das so lange hält. Tschüss und tschüss. Alles weg. Jawohl. Ich habe alle Wände. Ich habe alle Wände. Vom Bämen bis zur Rinde. Ich habe alle Wände. Schläfriges Blau. Ja, ganz einfach. Hier haben wir. Erstmal einen gescheiten Hammer kaufen, dann läuft es auch. Farben. Verschlafenes Blau. Wo haben wir es denn? Ja, Spitzengenuss natürlich. Schläfriges Blau. Und das bringen wir am besten mit dem Hammer an. Wie ist das jetzt? Wie viel von der Wand wieder blau? Ja, oh verdammt, das sieht eigentlich nicht so aus. Okay. Gehen wir nochmal drüber. Zalalalalala.
I like to move it, move it. Will der echt das ganze Zimmer in blau haben? Okay, er will das ganze Zimmer in blau. Fuck. La 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 la. Der will das ganze Zimmer in blau, der Depp. Huhuhu. So, ne? Das Schöne ist, immerhin passt das Bett schon mal dazu. Jawohl. Mit einer Geschwindigkeit haut das Zeug da durch. Du kannst die Welt. Achso. Ah, ich kann den Auftrag abschließen. Aber nein, danke. Weil ich glaube, die Wände können wir noch streichen. Tschüss. Und zack, und zack. Und zack. Das habe ich gemacht. Wunderbar. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. So. Ich muss echt demnächst noch gucken, wie wir Musik, weil die Musik bei dem Spiel ist echt schön. Aber leider bin ich zu unfähig, die Musik mit aufzunehmen. I hate it. Zack, 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 zack. Und drauf auf den Pinsel. Zack, zack, zack und zack. Die Do Ich muss die Dose mit Farbe. Alter, ich darf jetzt extra nochmal Farbe brauchen, ne? Kann er mich mal. Dann breche ich den Auftrag an der Stelle ab. Bevor ich jetzt eine neue Dose hole. Mich verwirrt gerade der Türrahmen. Junge, geh mir jetzt nicht auf den Piss. Das klappt. Das klappt. Mit einer Dose und es klappt mit einer Dose. Also. Und. Schaut her. Dafür 5000. Na, also. Und in diesem Sinne, lassen wir es kurz noch laden. Für einen Studenten reicht ein Einzelzimmer. Na also. Und ich würde sagen, haut euch rein. Wir sehen uns demnächst bei der nächsten Folge. Also, morgen. Tschüss.